Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Wir spielen heute mal Grocery Store Simulator. Auch ein, wie ihr seht, Lebensmittelgeschäft Simulator. Also wieder mal ein Supermarkt Simulator oder. Ich habe Bock drauf, ich hoffe ihr auch. Wenn ja, lasst mal ein Abo da, schreibt Kommentare und los geht's. Mal gucken, was wir hier machen müssen. Und das sind die ersten Minuten. Die werden auch sau langweilig. Das Video wird vielleicht auch sau lang. Also lasst euch mal überraschen. Was ist das? Ein Gullideckel. Mülleimer? Kann ich rein? Ja, okay. Und was jetzt? Kriege ich irgendwie eine Hilfestellung? Was ist das hier? Ah, Store öffnen. Geil, riesiger Button. 8 Uhr, 9 Uhr, okay. Kasse. Muss ich irgendwas machen? Ich habe jetzt das Spiel gestartet. Ich habe keine Ahnung, ob ich ein Tutorial bekomme. Hat man hier wirklich kein Tutorial? Kuh verlassen. Ja, wie ist mit Controller? Hier ist ein Unscheiß. Man hat hier kein Tutorial? Minimal überfordert, dann würde ich mal sagen, wir kaufen uns mal ein paar Waren, oder? Hey, ich muss hier nichts sauber machen, man hat hier schon ein Regal drin. Eigentlich ein netter Start, dann würde ich sagen, wir gehen mal am Computer. Und Waren bestellen, ja, machen wir doch mal, ne? Waschpulver, was haben wir denn, was können wir denn, was wollen wir denn? Wie wir sehen, sieht man auf jeden Fall dann, was wir noch an Vorräten haben. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wie viel wir bekommen, wie viel das einzige Produkt kostet. Boah, wie viel können wir denn? Ich mache mal jetzt mal, weil wir haben diese Produkte frei. Ich denke mal, wir können auch alles, wenn wir das uns jetzt leisten können, in die Regale packen. Ich hoffe es, wir sehen es gleich. Ja, $54. Ich bestell das mal. Nahrung, Getränke, Versorgungsversorgung, Dekoration. Erweiterung des Geschäftes, okay. Shopgröße, aha. Store-Ebene. Da müssen wir uns nochmal später mit beschäftigen. Aber irgendwie höre ich was. Ach, das Tor geht auf, sobald die Ware da ist. Okay. Box nehmen. Zack. Und dann kann ich das... Ich habe keine Ahnung. Ich mache erstmal hier rein. Zack, 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 zack. Ja, ich denke mal, dass es passen wird, dass wir immer nur eine Ebene nehmen. Okay. Wo ist der Mülleimer? Ich mache mal ganz kurz ordentlich hier. Ganz schnell Durchlauf hier. Okay, mit Controller geht es gar nicht. Okay, schade. Okay. Ah, wir haben nur noch $45. Wir hatten nur $100. Ich habe gar nicht aufgepasst. Ja, egal. Das holen wir uns doch wieder rein. Gucken, ob das so geht, wie ich es mir vorstelle. Ja, sieht gut aus. Wir laufen mal außen rum. Hat irgendwas mit den Öffnen der Türen. Ey. Jetzt gerade einen sehr starken Wind und es regnet. What the hell? Er ist irgendwie cool. Boah, Alter, ein richtiges Unwetter. Boah, das ist echt Gewitter. Ja, nice. Okay, das ist irgendwie cool. Das ist sehr cool. Ich mache jetzt mal ganz schnell ohne euch weiter. Jetzt wollte ich mal ganz kurz hinten noch ein bisschen im Menü gucken. Was können wir hier noch so machen? Also hier könnten wir Regale holen. Anpassung, was können wir anpassen? So, wie ihr gerade gesehen habt, jetzt haben wir die Preise angepasst. Das geht hier über Change Prices. Man hat hier wirklich diese oldschool alte Xbox Windows-Oberfläche. Und man muss hier erstmal ein bisschen durchklicken. Hier kann man auf jeden Fall den Namen ändern. Den habe ich eigentlich angepasst. Mal, wir gucken mal außen und dann öffnen wir mal den Laden. Ich habe die Preise ein bisschen höher gesetzt. Nur minimal. Jetzt steht OP Glück 83. So kann es gehen. Schade, man kann die Farben, glaube ich, nicht ändern. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir öffnen mal und gucken, ob Kunden kommen. Habt ihr das gehört? So eine Roboterstimme. Store ist öffnen. Also irgendwie ist alles auf Deutsch, was ich echt gut finde. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben nicht sehr viele Waren auf Lager. Haben die Hälfte unseres Geldes dafür ausgegeben. Da kommen schon die Kunden. Gut, die Autos sind sehr realistisch. Die Räder drehen sich. Egal, darum geht es nicht. Wenn es Spaß macht, ist es cool. Ich weiß gar nicht mehr, was habe ich dafür bezahlt? Ich weiß es gar nicht. Aber, ja, da ist der erste Kunde. Wir setzen uns schon mal hin. Wie funktioniert das? So ähnlich wie beim Verlassen bestätigen mit F. Okay, die reden mit einem. Schade, dass das nicht deutsch ist oder übersetzt ist. Okay, da muss ich nur berühren. Ja, okay, das kennen wir. Das kennen wir im Supermarkt-Simulator. Danke. Und hat er mir jetzt eine Karte gegeben? Gesamt 15,60.
lässt sich bis jetzt auch noch mit dem Controller einigermaßen gut steuern, nicht wie beim Supermarkt-Simulator. Okay, und schau. Ja, das ist gut. Das funktioniert sehr gut. Bin sehr überrascht hier. Ich würde sagen, wir versuchen mit den Waren, die wir haben, einen Tag zu machen. 24 Dollar. Mensch, da hatten sie aber Bock. Ich habe auch gesehen, sie haben sehr viel eingekauft. Oh, der alte Mann muss ich erstmal gucken. So, yes, Baby. Und tschüss, der nächste. Ich weiß jetzt nicht, was er hier alles kauft. Ich glaube, das eine könnte ein Chip sein, von der Rolle her. Ich höre alle mit Karte bis jetzt. Nice, so kann es gehen. Nein. Wir wollen hier Kunden noch nicht verarschen. Nicht heute. Oh, okay, und der nächste. Zack. Schade, dass es das nicht auf Deutsch übersetzt wurde. 5,20 Dollar gesamt. Ach, da. Ach du Scheiße, musst du erstmal gucken. Wir haben 6 Dollar empfangen, 25 kostet. Er kriegt 80 Cent zurück. 80 Cent. Das ist eigentlich kein Problem. Geld sieht leider sehr. Ach doch, das ist ein Problem. 70. Tada. Wie kann ich das bestätigen? Gar nicht. Okay, dann muss ich doch F drücken. Tada. Ui, sie kaufen mal viel. Wenn ich jetzt genau aufgepasst hätte, was ich für Waren eingekauft hätte, müssen wir im nächsten Video wirklich mal machen. Und schon wieder Geld. Nein. 40, 23, 7 Dollar kriegen sie zurück. 7 Dollar. 7. Ach, das ist ein Cent. Ups. Kann ich das zurücknehmen? Ja. So, die haben ja Dollarscheine, die Amis. Junge. Die haben ja Dollarscheine, die Schweine. Haha, reimt sich sogar, ne? Ich suche als. Karte, Mem. Oh, ich hab sie lieb. Ja, danke. Das ist so toll mit Karte. Das macht so viel mehr Spaß. Oh, mein erster Eindruck ist jetzt, ja, ist okay. Ist ein sehr funny Game. Wir haben bald keine Produkte mehr. Das heißt, es wird negative Kritiken hageln. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier rund um die Uhr offen haben. Also, ne? 24-7. Oder ob wir auch wieder 21 Uhr Ladenschluss haben. Ich weiß es nicht. Bin ich ganz ehrlich. Aber, ja, bis jetzt sehr nice, ne? Grafik könnte ein bisschen hochwertiger sein. Ups, darauf drücken. Aber im Großen und Ganzen, wir haben jetzt 173 Dollar, wir haben jetzt 120 Dollar gemacht. Dafür haben wir 50 ausgegeben, bis jetzt sehr schön, nice. 97. Boah, du kaufst nur eine Chipsrolle in das Bargeld. 1,30 zurück, 1 Dollar und 30 Cent. Und einmal F drücken und zack. Da. Schon habe ich weniger Stress. Sonne scheint gerade so schön. Seht ihr das hier? Wie schön die Kunden angeleuchtet werden. Nice. 29 Dollar und 80 Cent. Ich glaube, ich habe auch nicht mehr in Regalen gleich, aber wir verkaufen jetzt so lange, bis der Laden leer ist. 8,50 Dollar. Ja, sie geht schon, ne? Habt ihr das gesehen? Die hat keinen Bock. Also habe ich doch irgendwas nicht im Regal, was sie gerne hätte. Ja, ich weiß, wir haben jetzt erstmal einen riesen Ausverkauf, aber hey. Das ist der erste Start des Videos, Mann. Das allererste Runde in diesem supergeilen neuen Markt hier. Irgendwo in Arizona, mitten in der Wüste, am Arsch der Welt. Da bin ich, euer OP Glück oder Können, und verkaufe euch Waren. Das hat jetzt ganz kurz gehangen, aber sehr schön. Ich glaube, du hast nur Chips. Was mit der Kreditkarte? Ja, natürlich akzeptiere ich Kreditkarten. Hallo? Natürlich, heutzutage ist das Standard, selbst hier mitten in der Wüste, am Arsch der Welt, irgendwo in Amerika. Ich akzeptiere Kreditkarten. 3,20 Dollar. Ich glaube, es kommt niemand mehr, oder? Wie lang ist der Tag? Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie lang der Tag geht. Wo haben wir eine Uhr? Ah, 22 Uhr. Bin mal gespannt, ob der Laden... Nee, er geht. Also ich glaube, der hat keine Schließungszeiten. Wir haben einen 24-7 Laden. Würde ich jetzt mal sagen. Wir lassen noch ein paar Kunden durch. Ich glaube, das ist eigentlich gut besucht, oder? Guck mal, die beschweren sich schon, weil sie irgendwas nicht finden. Leider, ich kann kein Englisch. Ich weiß nicht, was er von mir will. Aber ich glaube, er findet irgendwas nicht. Ist ja jetzt auch nicht ganz so schlimm. Danke, Kreditkarte. Sehr schön. Nice. Wir machen noch ein paar Minuten und dann schließen wir mal den Laden. Und gucken, ob wir den Tag beenden können. Ob wir sehen, wie viele Leute sich beschwert haben. Die gehen nämlich einfach, da ist nichts mehr für sie drinne. U-Kasse verlassen. Und wir machen mal den Laden zu. Der könnte... Mal gucken, ob er was kauft. Wir haben jetzt auch nicht mehr viel von dem Zeug, ne? Seht ihr, guck mal. Ja, das war ja sehr viel da und jetzt ist nichts mehr da. Na komm, den nehmen wir noch mit. Den verarzten wir noch. Und zack und zack und zack und zack. Wir wollen ja unbedingt Geld machen. Wir haben gerade 100 Dollar gemacht aus 50 Dollar Einkauf. Ist das stark?
Ey, das ist gut. Also mit dem Spiel scheint man auch gut, auf jeden Fall finanziell ran, vorwärts zu kommen. Falsche Knöpfe. So, weil der sowieso meckern wird. Oh, er kauft was. Komm, wir müssen den Laden schließen. Store is closed. Aber gut, wir können die Kunden noch abfertigen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir haben auch fast nichts mehr im Lager. Das ist doch super. Super, so beenden wir den Tag heute. Er kriegt 88 Dollar zurück. Ach du Scheiße. Ich liebe diese Kunden. 88 Dollar. Aber sauber, ne? Ja, 88,40 Dollar. Achso. Und einen schönen Tag noch. Bären Sie uns bald wieder. Wir haben jetzt erstmal geschlossen. Ja, wir sind ein 24-7, was mich bis im Game ein bisschen stört. Ist die Frage, kann man einfach so einen neuen Tag starten? Läuft irgendwie nicht, ne? Läuft einfach so weiter. Man hat sich auch keinen Prolog. Wie heißt das nochmal? Scheiße. Kein Anfang, man ist hier so mittendrin, kann man hier den Tag vielleicht beenden? Eigentlich nicht, wir können jetzt nur mal Waren nachbestellen. Können wir mal ganz kurz gucken, ob wir irgendwas neu freigeschaltet haben? Nein, bis jetzt noch nicht. Also wir hatten Bohnensuppe, Basmati-Reis, Apfel, Zimt, Haferflocken, Kartoffelchips, ich wusste es doch. Mehl und Waschpulver, ja, ist nicht eine große Auswahl, aber mehr haben wir zurzeit nicht. Kriegen wir erst erforderlich Store-Ebene 2. Das Store-Ebene verwirrt mich jetzt gerade. Weil wenn ich an Store-Ebene denke, denke ich an eine Ebene. Das heißt, es geht irgendwo im Laden weiter. Aber ich glaube, das ist in dem Game nicht der Fall, ne? Das ist in dem Game, glaube ich, nicht der Fall. Weil man konnte hier bei Anpassungen, also hier konnte ich den Namen anpassen, leider nicht farblich. Tapete haben wir noch nicht frei, erst in der nächsten Store-Ebene. Da kann man ein bisschen farblich anpassen, finde ich gut. Und wohl irgendwann kommt auch der Außenbereich in Kürze. Dekoration könnte man auch schon machen. Irgendwo könnte ich doch hier. Erweiterung des Geschäftes. Da hat mir eben geguckt. Ausrüstung für den Laden. Shopgröße. Aus 500. Oh, aber erst bei Ebene 3. Und hier sind die Ebenen. 500 Dollar können wir uns noch nicht leisten. Komisch das Spiel. Ein bisschen verwirrend. Aber im ersten Moment, erster Eindruck, gefällt mir das Spiel echt gut. Werden natürlich noch Videos kommen. Also, ne, lasst euch überraschen. Hier geht es auf jeden Fall noch weiter. Das war jetzt quasi. Ja, Einstieg. Entschuldigung. Ich werde das ein bisschen privat weiterspielen. Und dann euch mitnehmen, wenn es weitergeht. Hier im besten Supermarkt. Hier mitten in Arizona, mitten in der Wüste. OP Club 83. Ich sag damit. Peace out. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Guten Morgen, noch besseren Abend.